Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankitza von Moradi Fotografie und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Denn im heutigen Video habe ich ein Geschenk für dich. Und zwar geht es um die Newborn-Fotoretusche. Ich wurde so oft danach gefragt, wie ich das mache. Und ja, ursprünglich war es geplant, dass ich einen Videokurs erstelle, den du dann erwerben hättest können, habe es mir aber anders überlegt, denn heute Nacht ist Silvester, das neue Jahr beginnt und ich habe mir gedacht, ich mache dir ein Neujahrsgeschenk und nehme dich mit zu meinem Bildschirm und zeige dir Schritt für Schritt die komplette Fotoretusche bei den Babys, was ich immer mache. Los geht's! So, dieses Bild möchte ich heute mit Photoshop bearbeiten und wichtig ist, wenn ich ein Bild aufgemacht habe, ich arbeite nie auf der Hintergrundebene, sondern kopiere sie mir und das mache ich mit STRG J, also die Tastaturkombination STRG J, kopiere ich mir meine Hintergrundebene und arbeite immer auf einer Kopie. So, jetzt würde ich normalerweise dieses Bild hier zuschneiden, allerdings nutze ich gleich die Gelegenheit und zeige dir, wie ich hier drüben den fehlenden Teil ergänzen kann. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre das Ausbessern-Werkzeug. Da markiere ich mir einfach den Teil, der ausgebessert werden soll. Klicke hier oben auf Bearbeiten und auf inhaltsbasierte Füllung. Photoshop macht das in den meisten Fällen perfekt. Jetzt in diesem Fall leider nicht ganz. Du siehst hier, der Boden, der verläuft da nicht so schön, also da das hat Photoshop leider nicht ganz zu 100% hinbekommen. Deswegen zeige ich dir gleich noch eine zweite Technik, die ich gerne anwende. Ich lösche diese Ebene. So, was ich noch gerne mache, ist, ich markiere dieses Bild mit STRG Theodor, also die Tastaturkombination STRG D, also STRG Theodor, und drücke gleichzeitig auf STRG und ALT, und schiebe mir das Bild auseinander. So, so dass alles schön passt. Und sage hier oben auf der Sackerl okay. Natürlich ist das ganze Bild jetzt verzerrt, aber mir geht es wirklich nur um diesen Teil hier drüben. Deswegen lasse ich dieses Bild jetzt mal komplett verschwinden. Und das mache ich mit der Ebenenmaske. Wenn ich auf Alt klicke, kommt die schwarze Ebenenmaske. Das heißt, das Bild ist verschwunden unter der Ebenenmaske. Diesen Teil wieder zurückzuholen, brauche ich einen weißen, und zwar einen weichen Pinsel, also einen ganz weichen Pinsel und einen weißen. Und male einfach hier drüber. So, wenn ich merke, okay, ich habe zu viel angemalt, du siehst, hier wird schon alles weiß. Wenn ich zu viel angemalt habe, dann hole ich mir einfach den schwarzen Pinsel und hole mir den Teil zurück, welcher wieder weiß, also welcher wieder um der unteren Ebene zurückkommen soll. So, also das wäre auch eine Möglichkeit, um eben es wirklich perfekt zu machen. Ja, allerdings möchte ich jetzt das Bild sowieso zuschneiden, deswegen werde ich jetzt einfach mal diese Ebene löschen. STRG J wieder auf der Ebenenkopie, weil ich nie auf der Hintergrundebene arbeite. Jetzt gebe es die Möglichkeit, so zuzuschneiden. Allerdings verliere ich ja da meine Pixel und so weiter. Deswegen mache ich das nicht so. Moment. Rückgängig, genau. Sondern kopiere das Bild, STRG Theodor, und ziehe es mir einfach so auseinander, wie ich es gerne haben möchte. So, damit mein Bild auch in Vollauflösung bleibt. Ja, so gefällt es mir eigentlich recht gut. Das kann ich, wenn es für mich passt, sage ich auch okay. Und jetzt kann ich das Bild tatsächlich zuschneiden, und zwar, dass ich genau diese Größe habe, damit das rundherum wirklich auch weg ist, und sage auch okay. So, und der nächste Schritt, den ich mache, ist, ich kopiere die Ebene. Ein neuer Schritt, neue Ebene. Ich könnte jetzt auch immer die Ebenen beschriften, damit ich weiß, wo ich was gemacht habe. Aber das mache ich eigentlich nicht, weil ich es einfach im Kopf gemerkt habe, ich habe schon einen Workflow drinnen und deswegen muss ich da die nie umbenennen. Aber du kannst dir das für den Anfang auch wirklich selbst einfach hier umbenennen, damit du immer weißt, auf welche Ebene, was du da genau gearbeitet hast. So, hier möchte ich ausbessern und zwar mit dem Ausbessern-Werkzeug. Da gehe ich einfach ganz nah ran und da gehe ich wirklich
das komplette Bild durch und schaue, was ich da ändern möchte, ob ich da was verbessern möchte, wie zum Beispiel dieses Loch hier drüben, das stört mich. Deswegen, ich markiere es und schiebe es einfach zu dem Teil rüber, was es verwenden soll. So, der Hintergrund passt für mich, da möchte ich eigentlich gar nichts ändern. Deswegen gehe ich jetzt ganz nah ans Gesicht. Mit Steuerung plus gehst du nah ran, mit Steuerung minus gehst du wieder aus dem Bild heraus. Steuerung plus, ich will näher ran. Und nimm einfach die kleinen Pickelchen, alles, was mich stört, lasse ich so verschwinden. So. Also wirklich alle Details, die Pickelchen und so weiter, lasse ich einfach mit dem Ausbessern-Werkzeug verschwinden. So. Eine wichtige Sache muss ich dir hier aber noch zeigen. Und zwar, so, wenn man hier zum Beispiel jedes kleine Stückchen hier entfernen möchte, wenn ich das markiere, ist es wichtig, ich kann nicht von hier drüben einfach irgendwo irgendwas nehmen, sondern muss wirklich schauen, dass es genau, also nicht so, sondern wirklich genau auch passend ist. Es muss wirklich passend, also der Satz muss auch passend sein. So wie hier. Deswegen immer genau schauen, also nicht immer irgendwo nehmen, sondern wirklich schauen, dass alles schön zusammenpasst. Ja, so. Was ich noch gerne mache, ist, wenn das hier so stark ausgeprägt ist, ich kopiere mir eine Ebene. Das ist jetzt ganz wichtig, dass ich mir hier diese Ebene kopiere, weil ich hier nicht den Teil hier entfernen möchte, weil es mir einfach zu stark ist. Ich es aber eigentlich nicht komplett weghaben möchte. Und gehe mit der Deckkraft runter, das kann ich einfach entscheiden, wie stark ich das haben möchte. Ich bin meistens bei zwischen 30 und 40. Es ist noch da, aber schon um einiges leichter. So, jetzt siehst du hier, jetzt kann ich diese Ebene gar nicht mehr kopieren, weil würde ich sie jetzt kopieren, hätte ich wieder 36% Deckkraft. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, ich muss die Ebenen, was drunter sind, zu einer Ebene zusammenfügen. Das mache ich mit der Tastaturkombination Shift, Steuerung, Alt und E. So, jetzt habe ich hier oben eine ganz neue Ebene mit allen Ebenen, was drunter sind, zusammengefügt. Und vor allem ganz wichtig, wieder 100% Deckkraft. Ja, was ich dir jetzt zeigen möchte, ist, ich möchte einmal diese roten Stellen entfernen. Da habe ich eine eigene Technik mit der selektiven Farbkorrektur. So, hier unten, also auf den Halbkreis, einfach hier die selektive Farbkorrektur auswählen. Die Rotdünne, ganz wichtig, und mit Magenta ein bisschen runter, das musste ich wirklich herumspielen. Ich bin meistens zwischen 14 und 18 oder 20, einfach nur ein bisschen schauen. Und was mir noch wichtig ist, ich will das Bild noch ein bisschen heller, also die roten Flecken wirklich auch heller haben. Und da gehe ich auch noch mit dem Schwarz ein bisschen raus bei den Rottönen. So, du siehst schon den Unterschied. Nur möchte ich das natürlich jetzt nicht über das ganze Bild haben, sondern nur also über ein paar Stellen. Und deswegen tue ich jetzt hier die Ebenenmaske löschen. Hol mir mit Alt und schwarzer Maske wieder, also lasse ich wieder alles verschwinden, meine Änderungen. Hol mir natürlich meine weiße Pinsel wieder, ganz, ganz weich. Und male die roten Stellen an. Hier kann ich auch mit der Deckkraft runtergehen, wenn ich nicht zu viel, also nicht die 100% anmalen möchte, sondern wirklich nur Teile davon. Und so kann ich mir wirklich die roten Teile entfernen. Bei Füßchen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt sehe, okay, da brauche ich ein bisschen mehr als die 46%, male ich noch einfach noch ein weiteres Mal drüber. Genau. So. So. Vorher, nachher, du siehst, die roten Stellen sind so schnell und so einfach verschwunden. Hier kann ich auch noch, wenn ich mal das Gefühl habe, es ist zu viel. Ich bin generell selten bei 100%. Ich gehe meistens wieder runter auf 80-90%, weil ich selten eine Änderung zu 100% durchführe. So, das gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Ich werde jetzt wieder meine ganzen unteren Ebenen zusammenfügen, und zwar mit Steuerung
Shift, Alt und E. Da habe ich wieder eine ganz neue Ebene hier oben. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie ich die Haut abpudere. Das heißt, die Haut weicher mache, ohne die Struktur zu verlieren. Diese Technik habe ich selbst von Calvin Hollywood gelernt und ich nutze sie wirklich für alle Beauty-Retuschen, auch für die Babys. Und zwar werde ich dir das jetzt so zeigen, ich kopiere mir wieder meine untere Ebene und werde dieses Bild jetzt umkehren. Das heißt, wir gehen in den Umkehrmodus und alles, was wir jetzt ändern, ist sozusagen im umgekehrten Modus. Deswegen gehe ich hier auf Bildkorrekturen, umkehren und setze hier auf strahlendes Licht. So, du siehst schon, es ist eigentlich nur noch alles grau. Jetzt hole ich mir den Hochpassfilter. Also den Hochpassfilter findest du bei Filter, sonstige Filter, Hochpass. Und nehme hier den Wert 15, das ist einfach so ein Durchschnittswert. Und sage, okay, jetzt ist natürlich alles total matschig. So wollen wir es nicht haben. Dadurch, dass wir im Umkehrmodus drin sind, hole ich mir jetzt den Gaußschen Weichzeichner. Weil der Gaußschen Weichzeichner wird jetzt alles wieder, also wird wieder Struktur reinbringen. Und da ich vorhin 15 Pixel hatte, nehme ich jetzt einen, also ein Drittelwert, also 5, lasst sich gut teilen und sage, okay. So, du siehst, die Haut, die Struktur ist da. Es ist eine wunderschöne Haut, allerdings möchte ich das natürlich nicht über das ganze Bild drüber haben. Werde deswegen das Ganze mit der schwarzen Ebenenmaske wieder verschwinden lassen. Das heißt Alt und hier unten auf Ebenenmaske drauf, es ist alles wieder verschwunden. Und jetzt hole ich, also ich arbeite wieder auf der schwarzen Ebenenmaske, hole mir den weißen Pinsel. Ich kann jetzt wieder aussuchen, wie stark die Deckkraft sein soll und sage, jetzt ungefähr 75, du kannst auch 100 nehmen, je nachdem, wie stark du jetzt deine Haut wirklich weich haben möchtest. Und male einfach über die Stellen drüber, die ich gerne weich haben möchte. Das ist wirklich wieder reine Geschmackssache, wie stark man das ausgeprägt haben möchte. Und wichtig ist halt, dass die Hautstruktur noch da bleibt. Und das bleibt sie bei dieser Technik wirklich sehr, sehr toll. Und ich nutze das wirklich für alle Beauty-Retuschen. So, natürlich ist mir das jetzt einfach zu viel. Deswegen gehe ich hier oben nochmal mit der Deckkraft runter, ungefähr auf 50, 40, 50, das ist wieder Geschmackssache. So, das war die Haut, die ich bearbeiten wollte. Jetzt zeige ich dir noch eine weitere Sache, die ich auch bei allen Bildern anwende, und zwar ist es die graue Ebenenmaske mit deutschen Burn, würde man dazu sagen, nutze ich jetzt eben für den Hintergrund auszubessern, helle Stellen herzuholen und so weiter. Das mache ich, indem ich hier unten eine neue Ebene, also komplett neue Ebene stelle, also wirklich eine leere Ebene, nehme mir das Füllwerkzeug, hier das Füllwerkzeug, und suche mir hier diese graue Ebene aus, und zwar ganz, ganz wichtig, das ist die 50% Ebene. Mit diesem Code, also 50%, 128, G128 und B128. Oder du merkst einfach diesen Code hier unten, 80, 80, 80. Das ist eine reine graue Ebene. Und lege sie über mein komplettes Bild drüber. Damit ich jetzt auch daran arbeiten kann, nehme ich jetzt das weiche Licht. Also stelle es in den Modus weiches Licht. Hole mir jetzt hier den Nachbelichterwerkzeug und belichte alles nach, was mir zu hell ist. Und das ist bei diesem Hintergrund, ist mir die Seite einfach viel zu hell. Und da kann ich hier jetzt einfach wunderbar nachbelichten. So. Das ist alles wieder Geschmackssache, wie du das gerne haben möchtest, was du gerne heller, dunkler und so weiter haben möchtest. Aber hier tue ich automatisch auch gleich eine Vignettierung drüber. Und bin da wirklich auch ein bisschen stärker. So, hier kann ich auch nicht nur nachbelichten, sondern auch heller machen. Also Stellen, die mir zu dunkel sind, kann ich hier auch heller machen. Wie zum Beispiel das Gesicht, wenn ich das ein bisschen heller haben möchte. Und natürlich bleibe ich hier auch nicht bei den 100%. Sondern gehe ein bisschen runter auf 85 und du siehst, wie toll, was für einen Unterschied das ausmacht. Und füge mir jetzt
alles wieder zusammen auf eine neue Ebene. Das ist hier wieder mit der Tastaturkombination Shift, Steuerung, Alt und E. Jetzt könnte ich ein bisschen noch was ändern, wie zum Beispiel jetzt ein Farblook reinmachen. Das ist wieder eigene Geschmackssache. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, einen Farblook reinzubekommen, je nachdem, welchen Farblook man gerne haben möchte. Da kannst du auch, ich nehme den warmen Look. So, und habe hier jetzt noch einen leichten Farblook, also einen warmen Ton drinnen. Da nehme ich auch gerne 100%. Und was ich noch sehr gerne mache, ist auch den Tonwert, also eine Tonwertkorrektur. Hier, also die Tonwertkorrektur. Und hier tue ich einfach das Dunkle noch ein bisschen dunkler machen und das Helle noch ein bisschen heller machen. So sieht es dann aus. Ja, also mein Bild ist fertig. Ich zeige dir das vorher, nachher. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Schärfen. Und das mache ich, indem ich einfach Steuerung, Alt und E wieder zusammenfüge, alle Bilder, also alle Ebenen drunter, und sage Filter, scharf Zeichnungsfilter, unscharf maskieren. Und sage, okay, hier wäre es auch gut, wenn ich wirklich ganz nah bei den 100% bin, dann sehe ich auch, wie stark ich etwas schärfe. Wenn ich das Gefühl habe, es ist mal zu wenig, ich will noch mehr schärfen, dann mache ich noch ein zweites Mal drüber. Und hole mir da auch die Deckkraft wieder runter, so wie es mir passt. So, jetzt bin ich fertig. Geschärft. Mein Bild ist fertig. Ja, das ist die Fotoretusche, die ich bei den Babys immer mache. Und ja, da ich ein Mensch bin, der immer Zeit sparen möchte, da schaue ich natürlich auch, wo kann ich Zeit sparen, wie kann ich schneller gehen bei der Fotoretusche. Gerade am Computer will ich nicht zu viel Zeit verbringen. Und ja, habe natürlich herausgefunden, du kannst dir auch bei der Fotoretusche Zeit sparen, indem du einfach Aktionen nutzt. Du kannst dir natürlich auch selbst die Aktionen erstellen oder du kannst einfach bei mir die Aktionen erwerben und gleich losstarten. Wie das Ganze funktioniert, wie du Aktionen nutzen kannst, zeige ich dir jetzt, wenn ich dich wieder zu meinem Bildschirm mitnehme. So, jetzt werde ich dir mit diesem Bild zeigen, wie du ganz schnell und einfach die Photoshop-Aktionen für dich für eine schnelle Fotoretusche nutzen kannst. Und zwar, nachdem ich die Aktionen heruntergeladen habe, klicke ich einfach mit dem Doppelklick drauf und Photoshop macht die Aktionen automatisch auf, und zwar unter Aktionen. Das siehst du hier. Falls du dieses Dreieck nicht sehen solltest, findest du es bei Fenster, Aktionen und dann erscheint das Fenster automatisch. So, und das sind diese vier Aktionen, die wir heute verwenden werden. Und zwar starten wir mit den Rüttungen. Ich werde jetzt meine Ebene kopieren, also die Hintergrundebene Steuerung J, und gehe auf Rüttungen und klicke hier unten auf Play. So, jetzt stehe ich hier auf dieser schwarzen Ebenenmaske und hole mir den weißen Pinsel, also einen weißen und einen ganz weichen Pinsel, und male meine Rötungen an. Und zwar, da kann ich jetzt wieder schauen, mit welcher Deckkraft ich das machen möchte, und male einfach über die Rötungen drüber, so, damit sie schön verschwinden. So, ich merke generell, dass die Kleine sehr, sehr rot ist. Deswegen will ich mit der Deckkraft noch ein bisschen mehr runtergehen und auch ein bisschen mehr die Rötungen entfernen. Und dann einfach bei den Stellen, wo sie mehr rot ist, einfach mehrmals mit dem Pinsel drüber fahren. So, schaue ich mir das nochmal an. Vorher, nachher, schon ein sehr gutes Ergebnis. Allerdings möchte ich hier noch mehr die Rötungen entfernen, deswegen klicke ich noch einmal auf Play und mal noch ein zweites Mal bei diesen Rötungen drüber, damit das wirklich komplett verschwindet.
vorher, nachher. Ja, sehr, sehr gut. Ja, und hier kann ich natürlich auch wieder entscheiden, ob es 100% sein soll oder weniger. Und dann füge ich alle meine Ebenen zusammen mit der Tastaturkombination Shift, Steuerung, Alt und E und kümmere mich jetzt um die Haut. Also ganz wichtig ist wirklich vorher, bevor ich auf Haut, zu Haut rübergehe, wirklich eine neue Ebene zu erstellen, also zusammengefügt aus den unter den Ebenen. Und klicke dann einfach auf Haut und sage hier unten Play. Hole mir meinen weißen Pinsel. Die Deckkraft kann ein bisschen stärker sein. Und male mir meine Haut. Die Stellen an, die ich schön weich haben möchte. So, ich zeige dir das, wie schön und schnell die Haut fein geworden ist. Allerdings gehe ich hier wieder auch runter mit der Deckkraft. Ich lasse ungern die 100% Deckkraft oben. Ja, dann möchte ich, füge ich mir wieder meine Ebenen zusammen mit Shift-Steuerung Alt und E und hole mir die graue Ebene, weil ich jetzt einfach einiges nachbelichten möchte, und zwar hier drüben mit dem Nachbelichter möchte ich einfach diese Stellen hier viel dunkler haben. Und belichte einfach alles noch ein bisschen nach. So lange, bis ich das Gefühl habe, es gefällt mir. So. So, vorher, nachher. So, jetzt hole ich mir noch eine graue Ebene. Also einfach graue Ebene auf Play. Und möchte ein bisschen noch das Gesicht hervorheben, deswegen hier ein bisschen heller. Natürlich nicht so hell, deswegen gehe ich einfach mit der Deckkraft ein bisschen runter. Und ja. So, sehr, sehr gut. Und jetzt, Shift-Steuerung Alt und E, möchte ich nur noch das Bild schärfen. Und dafür gehe ich die 100% Ansicht. Hier unten siehst du, wenn du die 100% erreicht hast. Und klicke auf Schärfen. So, du siehst, das Bild ist geschärft. Ich kann auch, wenn ich möchte, noch ein zweites Mal drüber schärfen. Dann ist es noch schärfer. Hier kann ich auch die Deckkraft noch runtergeben, so dass es für mich passt. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, einmal noch ein Vorher, ein Nachher. Ganz schnell mit den Aktionen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest dir sehr, sehr viel mitnehmen und wünsche dir mega viel Spaß beim Umsetzen. Und falls du meine Aktionen erwerben möchtest, unten habe ich sie dir verlinkt. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und vergiss nicht, auch meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch nichts mehr verpasst. Denn jeden Donnerstag um 18.30 Uhr kommt immer ein neues Video. Und ja, ich hoffe, dass du einen tollen Rutsch in das neue Jahr. Wünsche dir einen wundervollen Start und wir sehen uns bald wieder. Bis bald!